Die Märkte scheinen sich durch diese Woche einfach irgendwie so durchzuschleppen und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte heute. Gestern wieder ein moderat interessanter Tag, um es mal so zu formulieren. Vielleicht das Highlight, die EZB, die gesagt hat, okay, das Quantitative Easing, das die Banken ja profitieren lässt mit frischer und günstiger Liquidität. Diese Liquidität wird weitergegeben in Form von Unternehmenskrediten. Daraufhin der DAX negativ beeindruckt, denn das bedeutet faktisch, dass die QI-Hoffnungen gesunken sind. Der Euro ging nach oben, aber dann hat sich das ganze Spiel wieder umgedreht, nachdem die Amerikaner nach oben wollten. Und die wollten nach oben, weil es vor allem geschortete Aktien sind. Werte, die also leer verkauft wurden, die hier dann eingedeckt werden. Und so hat man das Gefühl, es ist so ein bisschen eine Pattsituation. Auf der einen Seite nachlassende Hoffnungen in Sachen QI in Europa. Auf der anderen Seite ist die Hoffnung noch da, dass die Fed in 2015 die Zinsen nicht mehr anheben wird. Und eben als Positivum auch die Short-Eindeckungen in den USA. Wir haben heute Morgen eine schwache Zahl von Credit Suisse gehört schon. Die Bank will eine Kapitalerhöhung durchführen, das könnte den Bankensektor belasten, aber die Vorgaben aus Asien, die sind überwiegend eigentlich positiv. Allen voran der Nikkei mit einem Plus von 1,1%, nachdem Daten zu den Exporten Japans schlechter ausgefallen sind als erwartet. Insbesondere der Export nach China geht zurück und nach Asien insgesamt, während USA und Europa zulegen können. Also hier sieht man diese Abkühlung in den Schwellenländern, respektive China. Wir sehen den Shanghai Composite 0,39% im Plus und Australien 0,11% im Plus. Also wenig veränderte Märkte. Das könnte so bleiben, denn heute auch wieder keine wichtigen Termine. Deswegen nochmal der Hinweis auf finanzmarktwelt.de. Da werden heute auch wieder interessante Geschichten, Stories und Marktnachrichten für Sie zu finden sein. Jetzt gehen wir rein in die Charts, gucken, was tut sich, wo werden wir starten beim DAX auf X-DAX-Basis gestern. 10.151, es dürfte vielleicht so 20 Pünktchen nach aktueller Indikation höher gehen, also 10.165, 10.170, so der Stand derzeit. Wir haben diesen Widerstand in dieser Zone 10.185 bis 10.205, der muss durchgehen. Wenn er durchgeht, dann könnte es, wenn wir uns mal das größere Zeitfenster anschauen, dann sehen wir hier die nächsten wirklich größeren Widerstände im Bereich 10.325 etwa, wenn also diese Zone nachhaltig brechen kann. Aber das gelingt wohl vielleicht nur mit den Amerikanern, die deutlich stärker unterwegs sind. Schauen wir uns mal hier den Dow an. Da sehen wir, hier sind wir nach dieser gestrigen Short-Bewegung dann doch nach oben geschossen. Wir haben also vor allem den Short-Eindeckungen zu verdanken, dass die Märkte hier nach oben gehen. Wir haben gestern Tesla gesehen, die wollen wir uns gleich nochmal anschauen, die 10% abgeschmiert sind, aber erstmal zum Euro, der bei 1,1360 handelt, als hier auch wieder leicht erholt, nachdem es gestern mit steigenden US-Märkten wieder nach unten ging. Aber der Euro spielt jetzt wohl langsam so die Karte, nee, morgen wird Mario Draghi auf der EZB-Sitzung nicht wirklich etwas in Sachen QE verkünden, sondern eher sagen, naja, es wirkt doch, was wir bisher gemacht haben, und das könnte den Euro heute stützen. Schauen wir uns das Gold an, 1178, auch wenig verändert. Und das amerikanische Crude Oil gestern dann nochmal ziemlich abgestürzt nach den API-Lagerbeständen. Über 7 Millionen Barrel wieder dazugekommen. Heute kommen die Lagerbestände aus dem Mittleren Westen. Da wird eben dann zu sehen sein, ob hier auch wieder die Lagerbestände so deutlich zunehmen. Öl jedenfalls nach wie vor relativ unter Druck. Da könnte also, ist wenig Hoffnung, dass die Sache hier nach oben läuft. Also, es wird heute erstmal mehr oder weniger seitwärts wieder weitergehen. Achten Sie auf die Widerstandszone 10.185 bis 10.205. Wenn die nachhaltig durchgeht, ist Platz nach oben. Wo nicht, kann irgendwann irgendwas auch mal nach unten gehen. Aber es ist momentan eher ein Durchschleppen der Märkte. Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis dann, ciao. We'll be right back.